Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Theorie-Klamauks hier bei Warp Dust. Ich bin der Julian. Und ich bin der Max. Und wir sind wieder da. Jetzt haben wir uns ja eine ganze Weile durch die Inquisition und eher, sage ich mal, menschliche Gefilde. Natürlich haben wir auch ein paar Ausflüge ins Subhumane gemacht, aber auf jeden Fall waren es ja eigentlich eher so die menschlichen Gefilde, in denen wir unterwegs waren. Und heute sind wir wieder da mit einer neuen 40k-Theorie. Beziehungsweise mit Theorien, denn ich habe mir ein bisschen was zusammengebastelt. Max, hast du eine Idee, worum es heute gehen könnte? Ich habe absolut keine Idee. Also, wie ich dich kenne, entweder irgendwas mit Custodes oder den Dark Angels, aber sonst keine Ahnung. Tatsächlich, also Dark Angels um ganz, ganz, ganz viele Ecken, könnte man sagen. Aber nein, heute wird es mal wieder primarchisch auf jeden Fall, weil ihr wisst es. Wir leben Primarchen, ihr lebt Primarchen und hier geht's damit auch weiter. Ja. Ich habe mir zwei Theorien zusammengeschnappt. Eine, über die wir schon ein bisschen länger gesprochen haben, die werde ich mal ein bisschen erklären und dann komme ich zum aktuellen Setting, denn wir bewegen uns heute ganz aktuell im 41. beziehungsweise vielleicht demnächst ja auch 42. Jahrtausend. Ja, und ohne Umschweife würde ich mal mit dem ersten Teil starten, nämlich der Seelentheorie. Die ist natürlich Max auch ein Begriff, würde ich mal sagen. Natürlich, also es kommt jetzt darauf an, wenn wir jetzt über Primarchen reden, meinst du die Primarchenseelentheorie, denke ich mal. Warp-Götter in physischer Form. Ja, genau, dann hau mal raus. Gut, also da muss ich ja dir nicht so viel erklären, aber unseren geneigten Nee. Zuhörern. Es schwurbelt ja immer ein bisschen durch den Äther so, hier und da mal die Theorie. Aber wer das jetzt noch gar nicht gehört hat, für den fasse ich das jetzt einfach mal ein bisschen zusammen. Weil die Theorie ist ultra wichtig, wenn wir uns den Rest dieser Folge halt ansehen wollen, also nicht überspringen. Ja, was heißt denn das jetzt an sich? Vorneweg, ihr müsst halt wissen, der Imperator war nicht immer so, wie er heute ist. Es gab ja früher mal diese Sache mit den Schamanen, das ist ja inzwischen outdated. Der Imperator war mit einfach ein sehr starker Psioniker namens Noelf auf dem Planeten Erde. Ungefähr zur Zeit von vor 8000 Jahren, also Ägypten und so, Türkei die Ecke, ne? Also da, wo es warm ist, kommt der gute Mann her. Und er war sehr, sehr mächtig und er war ein Perpetual vor allen Dingen. Also ein Wesen, was nicht sterben kann, wie John Grammaticus zum Beispiel. Das heißt, er wird erschlagen und kehrt nach einer bestimmten Zeit wieder ins Leben zurück. Nun Was war. ehrlich gesagt beschissener ist, als es jetzt wirklich klingt. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder umgebracht und kommt immer wieder. Ja, fragt mal Vulcan. Irgendwann ist das halt echt Kacke. Wobei ich mich echt frage, was die Grenzen davon sind, weil darüber werden wir heute mal ein bisschen auch noch sprechen. Wenn ich mir so denke. Okay, so Imperator in die Sonne schmeißen, ich könnte mir vorstellen, dass er sich irgendwie nochmal manifestieren kann, aber so einen normalen Perpetual wie, okay, Order ist auf jeden Fall nicht normal. Sagen wir mal, wenn wir John Grammaticus also wenn wir den in eine Sonne schmeißen, glaube ich, der kommt nicht wieder. Weil ich denke, bei Perpetuals gibt es durchaus Abstufungen nach dem Motto, dass man sagt, okay, der kann sich irgendwo wieder neu bilden, wie zum Beispiel jetzt der Imperator oder Vulkan zum Beispiel, aber so ein normaler Perpetual nicht, weil. Die Perpetuals ursprünglich waren einfach nur Menschen. Das war eine bestimmte Gruppe. Die hat sich um den Imperator gebildet, um die Menschheit vom Chaos zu schützen und voranzubringen. Unter anderem dabei waren zum Beispiel auch Olanius Pius. Wer den kennt, das ist dieser Typ, der angeblich für den Imperator gestorben ist, um ihm einen Schlag gegen Horus zu ermöglichen. Den gibt es auch in der Lore. Der ist auch aktuell auf Terra zusammen mit dem besagten John Grammaticus. Auf dem Weg, wo man auch wieder jetzt mal sagen muss, was mir gerade so auffällt, das heißt ja, weil John ist ja zur Zeit der Vereinigungskriege geboren und Olanius halt, der kannte ja auch Odysseus und so. Das heißt, die treten so alle paar hunderttausend Jahre vielleicht mal auf, sage ich mal. Also davon gibt es jetzt nicht wirklich viele. Ich würde sagen, in der ganzen Galaxis gibt es vielleicht eine zweistellige Anzahl. Würdest du da mitgehen ungefähr? Ja, doch, Ja, ja, das ungefähr. passt. Naja. Aber mal zurück, oh, ich muss immer husten. Ah, Verzeihung. Jetzt mal zurück zur ursprünglichen Theorie. Also der Imperator war, wie gesagt, nicht immer so mächtig und überkrass wie früher. Er hat ja den Drachen erschlagen und den im Mars irgendwie eingekerkert. Es gelang ihm in seiner Zeit vor den Vereinigungskriegen mit einem Raumschiff, das ist belegt, nach Moloch zu fliegen. Der Imperator besaß früher eine Gruppe Perpetuals, die ihn unterstützte. Die verließen ihn allerdings. Und wegen verschiedener Streitigkeiten, weil sie mit seiner
mit seinem Führungsstil und seiner Ansicht der Zukunft einfach nicht übereinstimmten. Der einzige, der zurückblieb, war Malkador. Auch die Frau des Imperators, wenn man sie so bezeichnen kann, also die Empress so gesehen, also Erda, ein in meinen Augen sehr verschwendeter Charakter, wo auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zu ihr kommt, blieb zum Beispiel auch zurück und lebte zwar noch auf Terra, mischte sich aber nicht mehr ein bis zu den Vereinigungskriegen, bis zur Heresy selbst auf Terra. Nun ja, und der Imperator musste nun handeln. Also flog der Imperator nach Moloch mit einem Raumschiff. Was gab es denn jetzt auf Moloch? Die Leute, die die Heresy-Romane gelesen haben, wissen, dass da ein Portal ist in das Reich des Chaos. Mit Ausnahme des Auges des Schreckens zu der Zeit wahrscheinlich das einzige oder eins der wenigen. Der Imperator durchschritt dieses Portal und verbrachte dort eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, er blieb in unserem Realraum nicht wirklich lange weg, aber da Zeit im Mob ja ein bisschen anders verläuft, Mann, der Typ war echt lange weg. Der hat da angeblich Zeitalter zugebracht, Schlachten geschlagen und angeblich einen Deal mit den Chaosgöttern gemacht. Zumindest sagen das die Chaosgötter. Und dann hätte er sie am Ende betrogen. Jetzt setzt hier die Theorie ein bisschen an. Es ist bestätigt durch die Siege of Terra Romane, dass die Primarchen nicht Plan A waren, sondern eher Plan B, da die eigentlichen Perpetuals die Armeen führen sollten. Auch sollte es wohl ursprünglich keine Space Marines geben. Nun ja. Der Imperator war also im Warp unterwegs und sammelte Seelen ein. Und zwar keine menschlichen Seelen, sondern die Seelen geringerer Warp-Götter. Zum Beispiel ein Gott des Zorns, Angron, Gott vielleicht des Mutes und der Ehrlichkeit, das wäre für mich so ein bisschen Ferus Manus, oder ein Gott der Wildheit, Russ, oder... Also Ferus Manus ist für mich eher der Gott der Sturköpfe, aber... Ja, Standhaftigkeit, was auch immer, also man findet viele Assoziationen, auch ein Gott der Hoffnung, zum Beispiel Sangunius, den würde ich damit durchaus... und diese Warp, diese Seelen, das ist jetzt teilweise Theorie. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, entweder hat er wirklich einen Deal mit den Chaosgöttern gemacht und hat gesagt, okay, ich verspreche euch die Hälfte von diesen Seelen später, die gebe ich dann euch. Und so kam es zur Heresy, aber das ist ein bisschen unwahrscheinlich inzwischen. Die zweite Theorie ist halt, er nahm sie halt mit und machte tatsächlich irgendeinen Deal, dass er sie mitnehmen konnte. Auf jeden Fall kehrte der Imperator aus diesem Portal auf Moloch zurück und er war nicht mehr der gleiche. Was heißt das? Ganz einfach, er ist mit dem Raumschiff zu dem scheiß Planeten geflogen, er kam ohne zurück. Er brauchte das Schiff nicht mehr. Und als er wieder auf Terra war, begann er mit der Erschaffung der Primarchen. Nun ja, und der Rest ist ziemlich Geschichte. Also nur mal, um euch zu visualisieren, für Podcasts wird das jetzt wahrscheinlich nicht möglich sein, aber guckt euch einfach mal eine Galaxiskarte an, das 40K. Moloch und Terra sind jetzt nicht gerade das, was man Nachbarplaneten nennen würde. Und der Typ ist da halt einfach quasi von einem Planeten zum nächsten quer durch die Galaxis gehüpft. Also man sagt halt, dass der Imperator danach so ein bisschen seine Menschlichkeit verloren hatte. Wenn ihr mal überlegt, was der Typ kann, die Zeit anhalten, kann er. Eine ganze Space Marine Legion auf die Knie zwingen mit dem psionischen Befehl, kann er. Er kann sich von Terra auf andere Planeten beamen, das kann er. Und was er auch kann, ist ein psionisches Abbild erschaffen. Das hat er nämlich auf Moloch getan. Er hat so eine Art Engel zurückgelassen, der dieses Portal bewacht, was ein interessantes Narrativ ist. Warum, das werden wir nachher nochmal klären. Was er auch getan hat, ist im Webray zum Beispiel, also hier, wo er im Netz der 1000 Tore praktisch gegen die Chaos-Dämonen kämpft, einfach Lichtgestalten aus Feuer und Licht zu rufen, die an seiner Seite kämpfen, die aussehen wie Space Marines und von etwas geführt werden, was irgendwie entfernt Ferus Manus ähnelt, also so ein bisschen Art Dämonen. Man könnte sagen, dass er in dieses Portal reinging und als mehr oder minder Gott oder zumindest das, was einem Gott noch am nächsten kommt, wenn wir die Katan mal außen vor lassen, aus diesem Portal herauskam. Dass Primarchen nicht ganz menschlich sind, ist durch vieles belegt, würde ich mal sagen, also dass sie nicht ganz so weltlich sind, weil was passiert, wenn ein Primarch stirbt? Wenn ein Primarch stirbt, ist in jedem Buch, in jeder Szene, wo ein Primarch wirklich stirbt, psionisches Zittern zu spüren, eine Explosion, ein Lichtblitz, das war auch zum Beispiel auf
Terra so als Jagatai Khan halt Motarion erschlug, bam, grüner Lichtblitz, aber er starb selbst Ja, dabei. aber kann sagen, andersrum auch. Genau, also beides, bam, bam, zack, als Ferus Manus starb, ein Zittern der Macht, sage ich mal so ein bisschen. Ich spürte eine Erschütterung in der Macht. Das ist immer wieder, was man da sieht. Und es ist auch so ein bisschen, dass dieser Gott halt nicht in der Lage ist, im Warp anscheinend genug Kraft zu sammeln, um eine physische Form zu erlangen. Das kann er nur durch. Und ich glaube, dass das macht auch ganz, ganz viel Sinn. Wenn wir uns mal anschauen, der Warp ist Emotion und der Warp ist ein bisschen so das, was du daraus machst. Also als die Zeitalter noch ein bisschen anders waren, war der Warp ja auch nicht so scheiße, dreckig, schlimm und so böse, finster, sag ich mal. Und ich glaube auch, umso mehr die Leute in die Primarchen rein interpretieren, umso stärker werden sie auch und umso stärker wird ihre Manifestation. Dass Sangunius zum Beispiel wirklich zum Engel wird, weil die Leute in ihm einfach diesen Engel sehen, diesen Beschützer. Und das gibt ihm halt diese Macht, diese Form zu erhalten und auch zu halten und zu bekommen, sage ich mal. Ja, jeder Primarch ist außerdem latent-psionisch und jeder Primarch ist ein Perpetual. Und wenn der Imperator in der Lage gewesen wäre, praktisch aus dem Nichts reine Perpetuals zu erschaffen, dann hätte er es getan. Weil der Typ ist so crazy und vor allen Dingen so weit weg von einem moralisch denkenden Wesen, dass ihm nicht zu schade gewesen wäre, auch so ein, naja, solche Wesen zu erschaffen. Also würde ich zumindest mal behaupten. Ja, gehe ich mit, definitiv. Genau. Also Das ist so kurzum. der Zweck heiligt die Mittel. Definitiv, es geht ums Ziel. Man sagt ja auch immer, also zumindest haben ihm das alte Weggefährten immer vorgeworfen, dass der Imperator immer nur das sieht, also die schlimmste Version von allem sieht. Naja, so. Das ist also im Grunde die Imperator-Sehentheorie. Bisschen kürzer erklärt, Warp-Götter, Götter in physischer Form. Das heißt aber auch, dass ein Chaos-Primarch sich wahrscheinlich dem annähert oder das ist, was er wahrscheinlich, wenn er chaosbefleckt gewesen wäre, vorher schon, also ne, wäre, also das ist eher so eine Götterform, sag ich mal, wo man auch sagen muss, dass es durchaus zum Beispiel Götter im Chaos noch gibt, was man auch mal in der Folge klären könnte, die gar nichts mit den großen Vier zu tun haben. Man spricht ja nicht umsonst von den großen Vier und nicht von den Vier. Das heißt, es gibt auch noch andere Götter. Es gibt zum Beispiel auch den Gott des Streits, der als alter Mann auftritt. Naja, nun. Warum haben wir uns das jetzt mal reingezogen? Ja, ist interessant. 13 Minuten reicht eigentlich in dem Sinne, Max. Ich denke, wir sind uns einig in dem Sinne. Bis nächste Ja, Woche. alles klar. Ich bin hundemüde. Macht's gut, Leute. War schön, dass ihr da Und wart. Hyter genau. Illuminatis und so und tschüss. Ja, und tschüss. So, wer jetzt noch da ist, ich habe noch einen weiteren Teil zu erzählen. So. Das sortiert auch auf jeden Fall die Leute raus, die zugehört haben, weil du sagtest ja, du hast zwei Theorien. Also lass uns die zweite hören. Genau. Die hängt damit ein bisschen zusammen, weil wir müssen halt uns der Imperator-Sehentheorie jetzt an. Also wir müssen wissen, dass es die gibt und wie sie funktioniert. Also, Erzählst du wir schon haben ja mal? mal eine Folge gemacht, falls du dich erinnerst, wo der Löwe bleibt, wo ich gemeint habe, dass uns noch ein bestimmtes Narrativ fehlt, irgendwas, was wir noch erfahren müssen, über zum Beispiel die Schlacht um Caliban und dann kann der Löwe zurückkehren. Wir können ja mal die loyalen Primarchen mal durchgehen, weil es geht jetzt darum, welcher Primarch kommt als nächstes zurück und warum ich glaube, dass das jemand ist, mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Was haben wir denn gerade für ein Setting? Also, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen gesagt, dass das Imperium sich vielleicht so leicht im Aufschwung befindet, oder stagniert, aber das ist eigentlich nicht so wirklich, wie das Setting ist. Es ist eigentlich so, dass an allen Ecken und Enden das Imperium um Hilfe brüht, überall wird nach Primaris Marines geschrien oder Imperialer Garde, die Hilfe kommt zu spät an oder ist auf dem Weg schon kaputt geschossen worden oder halt von Chaosanbetern durchsetzt. Es gibt diese Schlachten, das hatte ich angesprochen, im Nachtmund, Handschuh, also Nachtmund Gauntlet, dieser Zugangspunkt zum Imperium Nihilus, wo es halt extrem brennt. Und die einzige Chance scheint religiöser Eifer zu sein. Es gibt im Nachtmund-Gauntlet gab es diese Schlacht hier Abaddon und Manius Kalgar gegeneinander und Manius Kalgar wurde stark verletzt und hochgebeamt, so gesehen, und die Verteidigungsstreitkräfte nutzen das jetzt bewusst als seinen Märtyrertod und machen ihn zum Märtyrer, sagen, dass er tot ist auf diesem Planeten und deswegen wird da unglaublich gerade gekämpft und die schaffen es tatsächlich deswegen, das Chaos da so ein bisschen aufzuhalten oder ihm zumindest zu widerstehen.
Also die einzige Flucht scheint gerade der Glaube so ein bisschen zu sein. Und wo ich auch gesagt habe, Ketzerei nimmt ab, Glaube nimmt zu. Nun ja, schauen wir uns mal zum Beispiel Gulliman selbst an. Was ist ein Gulliman? Gulliman ist ein Verwalter, Gulliman ist eine ordnende Kraft, aber er ist niemand, der physisch wirklich in der Lage ist, was zu reißen. Und Gulliman ist vor allen Dingen jemand, der sehr stark an seine eigenen Grenze schraubt. Gulliman trifft im Verlaufe der Plague-War-Bücher ganz, ganz viele gute Entscheidungen, aber auch wahnsinnig, wahnsinnig dumme Entscheidungen. Und die trifft er auch schon davor. Weil Gulliman ist eigentlich eine Sache und die ist, Gulliman ist traumatisiert. Gullimans Macht ist die Ordnung, die Verwaltung. Und er ist in der Horus Heresy an sich in ein Szenario geworfen worden, wo das für ihn die absolute Hölle war, das absolute Chaos. Und so begibt er sich immer wieder, weil er damit tatsächlich emotional nicht umgehen kann, in Situationen hinein, in die er einfach nicht reingehört. Er wird von Korfaren einfach fast in einem Scheißgang umgebracht. Und das ist ein einfacher Space Marine. Er hat in einem Gang, in einem normalen Kampf nichts zu suchen. Gulliman hat auch nichts auf einer Schiffshülle zu suchen und Space Marines mit einem, also mit einem Powerhandschuh halt breit zu klopfen. Das ist nicht Gulliman. Das ist nicht seine Stärke und das weiß er auch, aber er weiß sich nicht zu helfen und deswegen kommt es zu einer Überreaktion. Auch diese Überreaktion sehen wir zum Beispiel auch in Plague War. Er trifft auf, also vorher noch trifft er auf Magnus, wird von ihm übelst zusammengehauen. Er trifft dann auf Mortarion, wird zusammengeschlagen, fordert ihn nochmal heraus, wird wieder zusammengeschlagen, wird nur gerettet durch einen Diener des Imperators. Und dann, er weiß, es ist eine Falle und er weiß, dass er Mortarion nicht schlagen kann und er geht trotzdem ein drittes Mal im Kampf so nach, in den Kampf so nach dem Motto, jetzt muss es aber klappen. Und das ist eine Reaktion, weil er einfach nie dieses Trauma der Heresy verarbeitet hat, weil niemals jemand gesehen hat, dass er eigentlich traumatisiert ist, weil alle gesagt haben, oh, du warst zur Schlacht nicht da, hier hat's deine 500 Welten so, tralala, aber das war für ihn eine persönliche Hölle und eine persönliche Hölle, die er nicht verarbeiten konnte, weil er kam zurück aus der Heresy mit Dorn, dem eigentlich das Imperium zugefallen wäre, wenn wir mal ehrlich sind, dem, mit dem war nichts mehr anzufangen nach der Schlacht um Terra vermutlich. Er musste das alles managen und das endet alles wieder in einer Entscheidung, die auch total hirnrissig ist und das ist an sich Fulgrim auf seinem scheiß Flaggschiff anzugreifen. Wobei er weiß, dass schon der normale Fulgrim ihn platt gemacht hätte. Das heißt, wir haben einen Primarchen, der sehr, sehr gut im Verwalten ist und das sehen wir auch in seinen ganzen verwaltungstechnischen Entscheidungen im Setting, die wirklich gut sind. Die Sache mit dem Primaris, das ist zwar in der Lore ein bisschen unglücklich eingeführt worden, aber das, was es dem Setting bringt und wie es das Imperium rettet, das ist durchaus gut. Aber an all den Punkten, wo er versucht, primarchisch, sage ich mal, zu sein, ist er nicht gut. Er ist ein guter Taktiker, aber er ist nicht gut im 1 gegen 1 und auch diese Ehrensache ist auch Schwachsinn. Und er ist ja auch diese leuchtende Gestalt des Imperiums und das weiß er auch, aber er trifft trotzdem wieder dumme Entscheidungen, wie an einer Interaktion teilzunehmen. Hey, wir setzen uns jetzt hier in so einen Shuttle, in so einen Enter-Torpedo oder so und dann schießen wir uns darüber und machen mit. Das ist komplett hirnrissig. Eine Rakete und die Hoffnung des Imperiums ist im Arsch. Und das weiß er, aber er weiß sich auch nicht anders zu helfen, weil seine Emotionen halt immer mal wieder durchkommen. Ja, das ist das Setting, das ist unser Anführer, der gerade das Imperium führt, der auch etwas überfordert ist, was ich auch verstehen kann. Naja, der hat ja noch ein paar Brüder. Gehen wir die mal ein bisschen durch. Also ich würde mich bei den Unwahrscheinlichsten anfangen und mich dann zu den Wahrscheinlichsten hocharbeiten. Also wer einfach für mich sehr unwahrscheinlich ist, ist Dorn. Kannst du dir denken, warum? Nee, erzähl's mir. Naja, Dorn ist an sich Gulliman nochmal. Der hat kein... In Gelb. Genau. Dorn hat keinerlei Nutzen fürs Setting aktuell. Er ist ein Ordner, ein Verwalter. Er ist auch, wenn wir mal ehrlich sind, außer im Verteidigen in nichts wirklich gut. Er würde sich Gulliman sofort anschließen mit diesem Umbasteln da und Primaris, da wäre er sofort an Bord. Der könnte sich irgendwo eingraben und das wär's, aber in allem anderen, wo man auch sagt, primarchisch sein, das heißt Zweikämpfe und so, ist er jetzt auch nicht gerade weit vorne dabei und er bringt fürs Setting einfach nichts. Der nächste, der auch... Naja, einbuddeln kann er sich auf jeden Fall sehr gut. Ja, gut, das ist richtig, aber außerhalb von der Belagerung von Terra hat er auch eine Heresy. Also man sieht in der Heresy, worum er gut ist und da, wo er in der Heresy ist, ist er auch genial und da ist dieser Charakter super duper aufgehoben. Aber später,
aktuell macht dieser Charakter keinen Sinn, weil er für Setting nichts bringt. Das gleiche ist Korax. Korax ist zum Beispiel jemand, der, wenn wir uns die Bereichen Seelentheorie angucken, wahrscheinlich so nah an seiner göttlichen Form ist, wie nur irgend möglich. Also ein böser, verrückter Rabengott, was heißt verrückt oder gefährlicher Rabengott, der halt den Tod aus den Schatten bringt. Wenn der jetzt zurückkehrt, naja, seien wir mal ehrlich, außer den Raven Guard, dem würde niemand folgen. Ich meine, toll, wenn er wieder da ist, aber es ist niemand, der jetzt irgendwie das ganze Imperium irgendwie bewegen kann oder auch settingstechnisch was bringt. Selbst in der Verbindung mit Lorga ist nicht da wirklich die Hilfe, sage ich mal, weil so jemand ist Gulliman keine Hilfe, so jemand könnte wahrscheinlich nicht mal mit ihm interagieren in groß einer Form. Wer so ein bisschen außerhalb von allem steht, finde ich, ist nicht Alpharius, ja. Wer so ein bisschen außerhalb von allem steht, ist Vulkan. Vulkan ist jemand für mich, der sehr interessant ist, aber wir haben es ja schon mal angesprochen, der sich ereignet so als Puffer, das heißt, wenn ein paar Primarchen schon zurückgekehrt sind. Jetzt kommen wir mal zu den Top 3. Kannst du dir denken, wer auf Platz 3 ist? Der Löwe. Ja, auf Platz 3 ist tatsächlich der Löwe. Der Löwe ist der Primarch, der sehr wahrscheinlich demnächst zurückkehren wird. Es gibt massive Hits dazu. Es gibt erstmal Luthor ist ausgebrochen. Die Fallen sind jetzt auf einmal in Legionsstärke im Imperium Nihilus unterwegs. Man hat hier und da immer wieder Hits. Zum Beispiel sah auch ein Priester sah eine Vision eines schlafenden Kriegers. Das ist der Löwe eines rasenden Sturms. Das ist halt der Khan, wo man auch sagen muss, dass der Khan zum Beispiel auch wie Vulkan für mich so ein bisschen außerhalb des Settings steht, weil er auch nicht wirklich viel beiträgt. Auch er ist nicht sonderlich beliebt. Er ist sehr interessant, auf jeden Fall. Und wer mal die Bücher über ihn gelesen hat, der liebt diesen Charakter auch. Aber es sind leider sehr wenige, gerade beim Westlichen, die Kultur, also das kulturelle Interesse an der Mongolei nicht gerade hoch ist. Richtig. Also der Khan ist geil. Ich würde halt sagen, wenn er zurückkehren sollte, würde er wahrscheinlich genau dasselbe tun, was er auch im Großen Kreuzzug tut. Genau. Oder getan hat. Und das ist nichts, was das Setting wirklich bewegt. Also außer wir haben Schlüsselmomente und wir bräuchten einen storytechnisch wahnsinnigen Fokus auf die White Scars, wo wir auch nochmal ansprechen müssen, wenn wir einen Primarchen zurückbringen wollen, dann brauchen wir eine kohärente Storyline, die irgendwie dahin geht. Also wo wir sagen, okay, wir haben einmal die Storyline drumherum, die diesen Punkt schafft, wo ein Primarch zurückkehren kann. Und wir haben einmal die Storyline innerhalb seines Chapters, wo man sagt, okay, das ist, darauf arbeiten die hin oder da ist ein roter Faden erkennbar. Und das ist es bei den White Scars aktuell leider nicht. Die haben ihre meiste Lore einfach durch die Heresy bekommen. Vorher hatten die nicht wirklich viel. Was ich auch sehr cool finde. Ja, der Löwe, wie gesagt, es gibt sehr viele Hits. Zum Beispiel Luthor ist entkommen. Die Fallen sind wieder da. Cypher spielt eine neue Rolle. Cypher hat ein neues Modell. Das bietet sich alles an. Es gibt es braucht eigentlich gefühlt nur noch die Fallen in den Legionsstärke, die in den Nachtmond-Gauntlet vorrücken aus irgendeinem Grund und die Dark Angels, die sich ihnen dann mit ihrer Flotte entgegenstellen. Und dann hättest du den Moment, wo du sagen würdest, okay, der Löwe kehrt zurück. Aber warum ist jetzt diese Sache, die so wahrscheinlich klingt, eigentlich nur auf Platz 3? Hast du eine Idee? Naja, wir hätten ja noch den Khan und wir hätten noch Russ, die das zurückkehren könnten. Guter Punkt. Aber für mich ist hier eher wichtig, was denn der Charakter, der zurückkehrt, für Setting bedeutet. Und das ist tatsächlich beim Löwen nicht relativ viel. Muss man auch mal sagen. Der Löwe ist ein wahnsinnig starker Primarch. Er ist sehr stark. Er ist, wenn nicht sogar der Stärkste. Aber wir brauchen Konfliktpotenzial. Und man muss jetzt leider mal sagen, da bin ich in meiner Recherche jetzt auch tatsächlich von meinen alten Standpunkten ein bisschen abgerückt, das Konfliktpotenzial zwischen ihm und Gulliman ist nicht wirklich gegeben. Das Letzte, was die letzten Kontakte, den die hatten, waren, wie die beiden sich im Tag-Team zusammen mit Sanguinius so gesehen noch durch die Chaoswelten gekämpft haben, um nach Terra zu gelangen. Danach haben sie sich getrennt. Gulliman ist weiter nach Terra und Lion ist halt umgekehrt, hat die Verräterwelten niedergebrannt. Und dann haben sie sich da nochmal kurz getroffen und er ist dann nochmal fix nach Dings geflogen, nach Caliburn, wurde da zerschossen, das war's. Also die waren sich eigentlich ziemlich grün am Ende.
Und wenn der Löwe zurückkehrt, dann haben wir einerseits einen unglaublich kampfstarken Primarchen, der das tun kann, worin er unglaublich gut ist, nämlich ein Primarch sein. Er steht vorne, er führt, er schlägt Chaos-Champions nieder, befreit Welten, erobert Rom und so. Und wir hätten Gulliman, der zurück nach Terra fliegen könnte, um da an sich die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Und das wäre dann, wir hätten wieder so ein bisschen den Lord Regenten und seinen Champion so gesehen. Und das ist eine sehr coole Vorstellung, auf jeden Fall auf so eine Art. Aber es bietet mir für mich nicht genug Potenzial. Und das ist ein bisschen für Warhammer ein bisschen zu eindimensional, weil es heißt ja Warhammer und nicht Verwaltungshammer, weißt du? Ja, wobei die Verwaltung halt auch schon Krieg sein kann. Das ist sowieso klar, hier deutsche Ämter, ey, das ist so ein Ding. Also wir gar nicht wissen, wie Imperiale sind. Aber wir sehen halt, der Löwe, sehr cool, und ich bin mir auch sicher, dass er kommt. Aber ein paar andere Sachen wären zumindest aus der Autorensicht ein bisschen logischer. Jetzt hast du Rush. Also Khan, den nehmen wir jetzt mal raus, der steht ein bisschen außerhalb des Settings, weil er halt wie Vulkan für mich so ein Joker ist. Den kann man irgendwann mal bringen, aber es macht halt keinen Sinn. Wir haben keine kohärente Storyline, wir haben auch kein kein Konfliktpotenzial, wir haben auch kein nichts an sich, was auf ihn hindeutet und so. Also wir haben klar, den Schneesturm und so, alles in Ordnung. Aber wir haben keinen Fokus auf ihn. Und ja, deswegen, wenn wir ihn ansiedeln müssten in der Liste, wäre er auch weiter unten. Vielleicht auf dem vorletzten oder letzten Platz. Ja, zwei Primarchen bleiben noch. Der Primarch, der auf Platz 2 steht, ist Russ. Russ ist damals aufgebrochen mit seinen Wolflords und der ersten Kompanie, wenn ich mich nicht irre, und sucht den Baum des Lebens. Das ist eine Heilung für den Imperator, soll das bringen, oder den Samen des Lebens oder so, oder ein Samen des Baumes des Lebens, also ein Schelm, der dabei an Yggdrasil denkt, den Weltenbaum aus der nordischen Mythologie. Ach, bestimmt ist das nicht daran angelehnt. Genau, und dass Russ auf jeden Fall mit Konstantin Valdor zusammenhängt, ist auch klar. Also der Yellow King, das ist eine Gestalt, die so eine Art unkorrumpierbare Armee aus Halb-Orb-Dämonen-Dixar erschaffen hat, und der hat halt eine Rüstung an, und auf dieser Rüstung stehen ganz viele Namen, und einer davon ist halt Konstantin, und deswegen geht man davon aus, dass das Konstantin Valdor ist, der ehemalige Lord Commander der Custodians, und also der war das auch zur Zeit der Heresy, und der ist sehr, sehr stark. Also man geht davon aus, dass er der einzige Charakter ist, der wohl wirklich einen Primarchen, auch einen kampfstarken Primarchen im 1 gegen 1 schlagen könnte, wenn er wollte. Und der hat einen Speer, und Russ besitzt auch einen Speer, der ist inzwischen wieder in die Hände des Ordens gelangt, was auch interessant ist, weil die versuchen immer mal wieder ihn zu finden, finden Teile seiner Ausrüstung und haben unter anderem diesen Speer gefunden, und dieser Speer von Russ ist eine Bruderwaffe praktisch zu der Waffe von Konstantin Valdor. Weil eine Frage zu diesem Speer. Es gibt ja diese Ragnar-Schwarzmähne-Trilogie, glaube ich, ist das. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bücher das sind. Nee, es sind mehrere. Das sind, glaube ich. Ich glaube, im zweiten oder dritten schmeißt Ragnar ja den Speer des Russ ins Auge des Magnus. Und dann ist ja der Speer weg. Deswegen sind ja alle sauer auf ihn, und deswegen muss er ja so eine, ich sag mal, Sühnungskreuz. Ja, die Nummer auf der dann. Genau. Haben die den Speer jetzt wiedergefunden, nachdem der den quasi in den Warp geschmissen hat? Also das war Band 3, und ich glaube, in Band 5 holen sie den sich wieder. Ah, nice, gut. Also die holen sich diesen Speer halt wieder. Und die haben auch eine Menge von seinem Gear noch. Unter dem Freistern pennt ja außerdem noch der Typ hier, den sie mit nach Prospero geschleppt haben. Wo sie dachten halt, das ist ein von Magnus eigentlich. Hier, Kaspar Hauser, der pennt da ja übrigens noch. Kaspar Hauser, ja. Hauser, und, genau. Naja, den hatten sie ja als Gallen, glaube ich. Ja, na, sie dachten ja, das wäre eine Verbindung zu Magnus, aber egal. Was es ja auch ist. Nee. Doch. Dann hast du das Buch nicht verstanden. Sicher? Ja. Der ist nicht durch Magnus auf Prospero gelandet. Ja, dass er nicht durch Magnus auf Prospero gelandet ist, weiß ich. Dass Russ ihn mitgenommen hat, genau deswegen. Das ist mir klar. Er hat ihn mitgenommen, weil er dachte, dass es eine Intrige von Magnus ist, um ihn zu bespitzeln, und hatte auch gehofft, durch ihn mit Magnus kommunizieren zu wollen. Deswegen hat er ihn ja auch angewiesen, die Schilde zu senken. Und wenn die Schilde gesenkt sind, wenn sie ankommen, dann muss nichts passieren. Aber die haben sich ja geirrt. Und das kriegen sie auch raus, auch auf live auf Prospero. Also Bjarki und Björn Wolfsklau und Kaspar kriegen das raus, weil die kämpfen in einem Raum gegen ein Abbild von Horus.
Jo, das war Ja, alles eine Intrige richtig, des, das war richtig, alles eine richtig. Intrige des Sinch. Also der Ja, ist nur ja. wegen Sinch auf dem Planet gewesen. Na egal. Also Russ ist halt unterwegs, es gibt diesen Bruderspeer, das heißt, der hängt und Valdor und hatte nicht viel für Primarchen übrig und das, was also Russ und ihn verband, ist, naja, ein bisschen, was man vielleicht eine Freundschaft nennen könnte. Und die beiden sind sehr unwahrscheinlich, dass sie ohne Auftrag aufgebrochen sind. Bei Russ, wie gesagt, Baum des Lebens, klingt wie so ein Backup-Plan. Und was mit Konstantin Valdor ist, weiß man gar nicht, wie der überhaupt verschwunden ist. Es gibt eine Liste der Lord Commander, der Custodians, aber ja, da ist Konstantin Valdor, Riesenlücke, der nächste. Also keine Ahnung. Yo. Ich denke, dass Russ durchaus zurückkehren könnte, noch nicht jetzt, aber ich glaube, er hat viel mehr für Setting als der Löwe, auch wenn mir das Herz blutet, weil Russ ist wild, Russ ist unberechenbar, Russ ist unkontrollierbar und Russ ist jemand, der in so einer Situation im Imperium jetzt wäre, der würde zurückkehren, würde sagen, okay, wer führt denn dann die feindlichen, also Horus ist ja tot, wer führt denn die feindlichen Streitkräfte? Was, Abaddon, ach, dieser kleine Welpe, gut, dann packe ich jetzt mein Schiff wieder voller Wolflords und dann knall ich in die Vengeful Spirit noch ein zweites Mal rein und dann hauen wir der Schlange halt den Kopf ab. Und das wäre jemand, der würde sehr viel Unordnung ins Imperium bringen, auch viel Ärger. Im Imperium, auch im Imperium Nihilus, der würde ganz schön rummarodieren und so. Er hat die besten Absichten und so, klar. Aber wer weiß, wem er wirklich hilft. Also mit seinen Handlungen, er könnte halt Gulliman viel Probleme schaffen. Und das wäre ein Setting, was ich interessant finden würde, wo ich auch sagen würde, okay, du hast diese ordnende Macht und da hast du diesen Barbarenkrieger, der da so ein bisschen auch rummarodiert, sage ich mal. Halte ich aber letztendlich für nicht so wahrscheinlich. Weil er hängt zu viel mit Konstantin Valdor zusammen. Da haben wir die Ansätze schon in der Story. Aber uns fehlt noch, wir wissen noch nicht so, wo es hingehen soll. Also da fehlen mir auf ein, zwei Seiten noch ein paar Hits. Auch zum Beispiel so auf Russ fehlt noch ein bisschen so das Sichtbare. Wir wissen, dass Fulgrim gesehen wurde, dass Angron mal hier und da gesehen wurde. Oder auch, naja, klar, Mortarion und Magnus. Aber von Russ haben wir halt noch nichts gehört. Und auch in dieser Vision ist von dem Wolf keine Rede. Nun ja, jetzt haben wir ja alle Primarchen durch, ne? Ja. Falsch. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die sehr. Du meinst die als tot gelten und Jetzt wirst du wahrscheinlich kurz mal. Also klar, Ferrus Manus ist halt in meinen Augen permanent tot oder halt Legion of the Damned Primarch, irgendwie sowas. Er heißt ja auch Legion of the Damned, ne? Den wollen wir uns aber heute nicht mal anschauen. Wir schauen uns jetzt unseren Primarchen an, der in meinen Augen durchaus eine berechtigte Chance auf eine Rückkehr hat. Und dieser Primarch ist Sanguinius. Wie komme ich da? Oder Sanguinius, Verzeihung. Du wusstest es. Wie kommst du denn darauf? Naja, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass Sanguinius im Grunde genommen nicht wirklich tot ist. Das ist ja das Erste. Also, tot, tot im Sinne von tot vernichtet, wie Horus. Vernichtet, wie Horus, genau. Richtig, genau. Es gibt ja immer wieder auf der Vengeful Spirit immer diese Statuen von den quasi Seelen, die dort gestorben sind, die da halt noch dran gebunden sind. Und da gehört er auch dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und dann sind wir halt wieder bei dieser Seelentheorie, dass man quasi ja ihn eventuell zurückkriegt. Und ich muss da immer wieder an Fulgrim denken, an diesen Fulgrim-Klon. Und das ist ja auch, diese Fulgrim-Theorie ist ja auch sowas, dass man halt, also es ist wohl so, wenn ein Primarch zum Chaos übertritt, dass er dann seine göttliche Seele verliert. Und es ist durchaus möglich, dass sich diese Seele erneut an einen Körper bindet. Also wenn wir uns zum Beispiel Fulgrim anschauen, dann ist es so, dass wir davon ausgehen können, wenn die Seelentheorie stimmt, und sie ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich die Seele von Fulgrim zum Beispiel an den Körper des Fulgrim-Klons gebunden hat. Dass ein Primarch halt einfach nur einen Körper braucht, um zurückzukehren. Naja, wie komme ich jetzt auf Sanguinius? Also, ich bin ja jemand, der wirklich sehr, sehr viel Lore konsumiert, auch im Englischen einiges. Und es gibt eine Reihe, die heißt Dawn of Fire. Und da gibt es ein Buch hier, das heißt Throne of Light.
Und in Throne of Light geht es um, also allgemein in der Story aktuell, wir haben immer die, ich spiele jetzt nämlich noch eine weitere Theorie mit rein, nämlich die Erwachen des Imperators-Theorie. Durch das psionische Erwachen haben die psionischen Aktivitäten der Galaxie massiv zugenommen. Außerdem haben wir auch gesehen, dass das den Imperator relativ, also ich würde jetzt schon mal sagen, also im Gegensatz zu der absoluten Unhandlungsfähigkeit davor, wieder relativ handlungsfähig macht. Das ist schon mal interessant. Es sorgt aber auch dafür, dass andere Kräfte wieder ans Werk kommen. Also zum Beispiel Magnus halt wieder so stark ist, also so stark ist wie nie zuvor. Und ja, was hat das jetzt alles mit Sanguinius zu tun? Nun ja, in Throne of Light ist, also so gesehen im Thron des Lichts, eine Rede von einer Vision, in der ein goldener König oder goldener Herrscher, würde ich es übersetzen, zurückkehrt. Und natürlich, das erste Narrativ ist dann wieder der Imperator, aber alle Charaktere springen da nicht so, also ein bisschen zögerlich auf. Das hat auch damit zu tun, dass der Imperator, wenn wir ihn in der aktuellen Lore gesehen haben, einfach ein Charakter ist, der sehr zerrissen ist. Ein Charakter ist, dem es sehr schwer fällt, einen klaren Gedanken zu fassen. So hat Gulliman ihn auch ein bisschen beschrieben. Ich muss mal husten. Der Imperator ist auch ein Gott, der, wenn er als Gott, sage ich mal, auftritt, der hat eine ordnende Macht auf jeden Fall, aber er hat auch eine kalte Macht. Ich würde sein Licht nicht als so ein schönes gelbliches Leuchten beschreiben, sondern ein weißes, reines Licht. Der Imperator ist auch ein gnadenloser Gott, der auch durchaus sehr hohe Erwartungen an seine Anhänger stellt. Dieses Licht, dieser goldene Herrscher, der zurückkommen soll, der ist eher vergebend, beschützend, positiv konnotiert. Ach ja, und ich habe vielleicht eine Sache vergessen zu erwähnen. Dieser Herrscher hat Flügel. Und das ist ein Narrativ, was gar nicht auf den Imperator passt. Außerdem haben wir noch diese Legende, dass Dante den Imperator retten wird. Wenn wir uns aber diese Legende mal ein bisschen anschauen oder diese Weissagung, stimmt das gar nicht. Es ist nirgendwo die Rede von Dante als Person. Es ist die Rede von einem goldenen Krieger, der den Imperator retten wird. Natürlich, der erste Gedanke, den wir haben, ist Dante. Aber ich sage, das ist Sanguinius. Sanguinius, wie du angesprochen hast, er ist auf der Vengeful Spirit gefallen und das Echo seines Kampfes ist dort noch zu sehen. Gläserne Abbilder, die sich immer mal wieder bilden, die auch die Sons of Horus oder beziehungsweise die Black Legion Legionäre immer wieder mal anstarren, durchdringend, sodass sie zerschlagen werden sollen und müssen. Und ich glaube, durch das psionische Erwachen sind wir wieder bei dem Punkt, dass ein Narrativ bedient werden muss, was ein Primarch verkörpert, um ihn zu stärken. Diese ordnende Macht, das ist Gulliman's Narrativ. Und der Glaube in der Verbindung mit Hoffnung, das ist das Narrativ von Sanguinius. Und ich glaube, jetzt, nach 10.000 Jahren, ist das Perpetual Sanguinius wieder bereit, sich zu reinkarnieren. Denn der Glaube der Menschheit ist jetzt wieder stark genug. Der Glaube der Menschheit braucht jetzt wieder eine Figur, der ihn verkörpert. Und ich denke, dass diese Figur in Sanguinius gefunden werden kann. Dass der Engel zurückkehrt, sich im 41. Jahrtausend wiederfindet, es ist noch finsterer als zuvor. Natürlich wird er seine Pflicht erfüllen, alle werden wieder in ihn ihre Hoffnung setzen und er wird sich selbst eingestehen müssen, dass er das, was die von ihm erwarten, nämlich sie aus der Finsternis zu führen, das kann er nicht. Das schafft er nicht und das wird ihm melancholisch werden lassen, wie zuvor. Aber er wird kämpfen und er wird sein Möglichstes tun. Und ich denke, dieses absolute Symbol des Glaubens und der Hoffnung ist genau das, was das Imperium halt braucht. Und das ist genau das, was ein wiedererweckter Sanguinius ins Imperium Nihilus reinträgt. Nämlich das Unmögliche möglich werden. Ich bin vor 10.000 Jahren erschlagen worden. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich stehe hier in der Finsternis, es ist alles scheiße, es ist alles unmöglich, wir gehen hier fucking unter. Aber ich sage, wir halten das aus und wir werden das überleben und ich bin der lebende Beweis, dass das möglich ist. Denn solange ich lebe, gibt es Hoffnung und Hoffnung stirbt nie. Und deswegen denke ich, Sanguinius ist der wahrscheinlichste und auch
mutigste Schritt, den Games Workshop gehen könnte, in der Story, um einen Primarchen zurückzubringen. Weil das ist das, was eine Primarchenrückkehr auslösen soll. Unglaube, Erstaunen und außerdem eine massive Veränderung im Setting. Und diese Kraft hat nur unser Engel. Und jetzt bin ich am Ende. Was sagst du? Amen. Ja, ich finde die Idee, dass Sanguinius zurückkehrt, auf jeden Fall, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Am Anfang habe ich so gesagt, na, finde ich nicht so geil. Mittlerweile, ja, finde ich nice. Ja, du hast ja jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich nicht Dante ist, der den Imperator retten wird. Jetzt ist aber die Frage, also du hast gesagt, das ist definitiv Sanguinius. Ja, also, Sanguinius ist jetzt ein Blickwinkel, den ja, man darauf Sanguinius richten kann. Ist ein goldener Krieger, das ist richtig, aber mir fallen sofort drei weitere ein, die in Goldrüstung umherschlawenzeln. Und das ist einmal der Sanguinor. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Natürlich, ich habe mich mit der Sanguinius-Lore beschäftigt für das hier. Gut, braves Julian. Dann, klar, theoretisch jeder generische Kastodes. Ich dachte hier dann halt eher an Konstantin Baldor, über den wir auch gerade geredet haben. Der fiel mir als nächstes ein. Und korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, die Person, an die ich als letztes gedacht habe, hast du überhaupt nicht erwähnt. Und das ist mein Big Daddy Dorn. Den habe ich als erstes erwähnt und gesagt, dass er der unwahrscheinlichste ist. Weil er nichts bringt und weil er an sich nur Gulliman in den Hut ist. Außer, ich, ja, richtig. Außerdem, wenn wir uns mal ehrlich sind, wir wissen doch alle, wo Dorn sitzt. Dorn ist in einem Centurion. Er ist ja, ein Space Marine in einem Space Marine, also das wissen wir. Also, das ist die Tarnung von außen, ja. Es sieht halt aus, als würde da ein Space Marine drin sitzen. Aber eigentlich ist der Centurion, das ist halt einfach die Rüstung von Dorn. Genau. Also wer TTS gesehen hat, der weiß, was wir meinen. Und wenn nicht, ja, guckt es euch an. Das ist ein Crime, wenn ihr das nicht gesehen habt. Auf jeden Fall. Er würde nichts bringen fürs Setting an sich. Wenn man das so sieht, ja, jein. Das Ding ist, Gilliman per se, man hätte halt auch sofort Sanguinus zurückbringen können. Und es wäre und das sage ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil Gulliman die absolut richtige Wahl war, weil Gulliman der einzige Primarch ist, der das Imperium so ordnen und anstoßen konnte, wie er es getan hat. Niemand anderes hätte Primaris in Auftrag geben können. Ja, das ist richtig. Die Frage ist aber, er hat sie in Auftrag gegeben. Aber die waren ja da. Vielleicht wäre der liebe Belisarius ja auch auf die Idee gekommen, das einem Sanguinius zur Verfügung zu stellen. Witzigerweise konnte er das nicht, weil Belisarius sich immer mal wieder selbst das Gedächtnis gelöscht hat und er hatte nur einen Trigger auf Gulliman, dass wenn der wieder da ist, er so, ach ja, da war ja was. Ach, natürlich. Ja, logisch. Also ganz sorry, aber das ist Plot Convenience. Also es ist schwierig, aus der Hinsicht, dass wir immer mal so Sachen hatten, wie diesen Orc War zum Beispiel, der Krieg der Bestie, wo man so sagt, so, wäre es Call da mal eingefallen, dann wäre das gar nicht mal schlecht gewesen. Aber, oder ganz viele andere Kriege. Ja, klar. Deswegen gibt es ja auch viel Kritik an den Primaris und das kann ich ja auch alles nachvollziehen. Aber wenn es jetzt hier um Sanguinius geht, ich denke, was wir brauchten und was wir in Gulliman erhalten haben, ist eine ordnende Kraft des Imperiums, die so ein bisschen wie ein Kaiser, ein Herrscher halt wirken kann, aber nicht gleich so überkrass ist. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Champion. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Kräften des Chaos auch auf dem Schlachtfeld gegenübertreten kann. Wenn wir mal ehrlich sind, wir haben unter den Space Marines niemanden, der in einem 1 gegen 1, in einem wirklichen 1 gegen 1 Zusammentreffen mit Abaddon oder Khan oder so überleben würde. Weil es gab Charaktere, die auf die getroffen sind, zum Beispiel Azrael, der auf Khan getroffen ist und der hat sofort eingesehen, dass er keine Chance hat und hat den Boden zerschossen und dann ist er entkommen. Gegen Abaddon ist halt einfach nur aufgepumpt vom Chaos. Was ich gerne mal sehen würde, ist Tiberius gegen Khan. Also das wäre durchaus mal interessant. Kennst du diese, es gab früher mal eine Serie, da haben irgendwelche Leute, irgendwelche wilden, also große Raubtiere quasi gegeneinander antreten lassen. Ach, wo man die zusammengebaut hat und dann, ja. Genau.
Sowas stelle ich mir gerade vor für Tiberius Das und ist Khan. zum Beispiel Weil so das was. sind halt beides übelste Biester. Also ich meine, Tiberius ist der größte Space Marine, der aktuell am Leben ist, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste der größte Na, gewesen sein. der oder der. Nee, von den Minotaurs? Nee, der hat nur einen Speer, der ist nur Der groß, Minotaur der. gilt nicht, weil es eventuell sogar ein Kastodes ist. Insofern, hey. Okay, Punkt. Richtig, ist aber auch so ein Mashup, so, okay, wäre mega geil, die würden sich aber wieder so gegenseitig zerlegen und am Ende würde halt nichts passieren. Oder der oder Tiberius killt den halt und geht dabei selber halb drauf oder so, ne? Wäre aber auch geil, wenn man denen mal eine Box geben würde. Ja, richtig. Also weil aktuell, ich erinnere daran, der Typ hat aktuell nichts, was ihm wirklich ebenbürtig ist. Zumindest nichts, auf was er getroffen ist. Der Typ ist solo in den Space Hulk rein, weil es ihm zu lange gedauert hat, dass dieses Space Hulk von Tyranniden befreit wird. Stell mir Es das hat ein bisschen ihm vor, wie er halt so. einfach, weißt du, seine Kollegen kommen da so, seine Brüder kommen da so sich gegenseitig stützend raus, humpelnd, blutend, und er verdreht einfach die Augen. Reißt die Tür auf, klappt seine beiden Energieklauen aus und sagt, ich gehe jetzt rein, ich mache das jetzt selber. Ich stelle mir das eh so vor, er wartet so vor dem Dungeon. Ist immer noch kein Tank, ist immer noch nichts anderes als Tank ist er gelistet, keine Schar, keine 3DDs, keine Heiler. Und er denkt sich so, ah fuck, auf Solo, zack, rein da. Richtig. Aber der Punkt ist daran, dass wir trotzdem nichts haben, was im 1 gegen 1 wirklich gegen einen Chaos-Primarchen gewinnen könnte, was da überhaupt eine Chance hätte. Wenn die gewinnen, dann immer nur durch so ein bisschen, also die Loyalisten durch so ein bisschen Schwurbelei, so nach dem Motto, oh, jetzt hier greift der Imperator noch mal ein. Oder genau in dem Moment, wo der Primarch da den Killing Blow auf Charakter XY setzen würde, dann reißt die Verbindung zum Warp ab oder irgendein Scheiß oder, weißt du, es ist, oder irgendwer schmeißt sich dazwischen. Es ist immer eine Sache, wo ich so diskutieren würde, ob es überhaupt ein Sieg ist. Und ich glaube, da eignet sich halt Sangunius am besten für jetzt, diesen Champion zu spielen. Und vor allen Dingen aber auch zeitgleich dieses Glaubensnarrativ ganz, ganz stark zu bedienen, was nämlich sehr, sehr interessant wäre, weil Gulliman, der hat zwar das Laetitia Divinitatis jetzt mal aufgeschlagen und liest es ein bisschen, aber er vertraut dieser ganzen Sache nicht so ganz. Und wenn dann Sangunius zurückkehrt und ich meine, es gibt nichts anderes, als in was dieses Imperium halt ihren Glauben dann setzen würde und halt auch, sage ich mal, reinstecken würde, weil Gulliman war zumindest nicht tot. Aber Sangunius ist tot und das ist bekannt. Und wenn der zurückkehrt, dann wird dieser Glaubenskonflikt nochmal ganz, ganz anders, zumindest unter den Primarchen selbst. Und das ist halt, und dann würde ich es halt, dann wäre so der Punkt, wo ich es sehr interessant finden würde, wenn der Löwe zurückkehrt. Weil wir hätten halt dieses so, dieses Gespann wieder aus dem Imperium Secundus. Und dann hättest du schon so ein bisschen so Sanguinis als den spirituellen Führer, den weltlichen Führer wäre halt, ja, logischerweise dann so ein bisschen Gulliman, so dieses ordnende, verwaltende und dann den Löwen wieder und wenn dann zum Beispiel Russ kommt, der würde dann erstmal so fragen, was macht ihr hier eigentlich? Macht ihr hier euer eigenes Imperium oder was? Und das wäre, dieses Konfliktspiel ist halt da, was sich wieder alles vollkommen verändert, wenn die sich die Reihenfolge natürlich ändern würde. Ja. Aber wie gesagt, es ist eine ein bisschen gewagte Theorie, aber ich denke, dass Sanguinius letztendlich sehr viel für Setting bedeutet und ich glaube, dass wir tatsächlich sehr viele Hits dahin haben. Naja. Aber was denkst du, wie wahrscheinlich das ist? Wenn wir es so sehen, tatsächlich sehr wahrscheinlich. Also entweder, wie du gesagt hast, der Löwe oder Sanguinius, wenn wir jetzt schon diese Hints bekommen. Also ich denke, in der näherer Zukunft wird es einer von drei Charakteren sein, der zurückkehrt. Also entweder Löwe, Sanguinius oder Konstantin Baldor. Einer von Aber den ich. dreien. Eventuell, ich habe noch über Vulkan nachgedacht und Nee. über Jagatai. Wobei, du hast ja auch schon gesagt, die würden es nicht so den Impact haben. Insofern denke ich, die kommen vielleicht nebenbei, in Anführungszeichen, mal vor oder zurück ins Setting rein. Aber ohne jetzt wirklich den großen Impact zu haben, schätze ich Also mal. wir bräuchten halt an sich was, was das Setting bewegt. Und ich glaube tatsächlich, das Setting zu bewegen, hat nur gerade Sangunius wirklich die Macht, weil ich sage so,
Ey, wenn wir den zurückholen und wenn der wieder da ist, was sich dann einfach alles bei den Spielern ändert, klar, nimmt es dann, also das ist ja auch so eine Sichtweise, nimmt das dann seinem Opfer und der Heresy am Ende ein bisschen so die Zähne, sage ich mal, macht das alles ein bisschen Ah, schlechter jein, und also ich sag halt nicht. ich habe ja, hätte ich bis vor kürzerer Zeit auch gesagt, bis wir ja zu meiner Theorie-Klamauks-Folge gekommen sind, wo ich ja eine etwas andere Sichtweise auf Sanguinius' Tod geschildert habe. Wer das nicht geguckt hat, shame on you, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch das anzugucken oder anzuhören. Ist sehr interessant und seitdem bin ich durchaus der Meinung, dass es sehr interessant wäre, wenn Sanguinius wieder zurückkommen würde. Es gibt ja, das wollte ich gerade noch, also wollte ich eigentlich vor 10 Minuten schon nochmal erzählen, aber jetzt zum Abschluss. Wie könnte denn Sanguinius zurückkehren? Nun ja, im Warp gibt es wohl zwei Engel, einen schwarzen und einen goldenen. Und der goldene ist wohl der Sanguinior und der schwarze ist wohl die Seele von Mephiston, dem Skriptor-Magister der Blood Angels. The Und baddest motherfucker on earth. ja, wirklich, also über den müsste man mal Just eine eigene Folge saying. machen irgendwann. Es ist So meiner ein Meinung nach einer Charakter. der geilsten Charaktere. Er ist schon. Also ganz, dieser Typ, Ja, definitiv. er hat halt einfach den Genfehler der Blood Angels, dem bis jetzt alle, die daran gelitten haben, verfallen sind, den hat er einfach überwunden, während er unter einem Gebäude begraben war. Also er ist zweimal da in diese Scheiße gefallen, so gesehen. Richtig, zweimal hat er das geschafft. Also, ey, Also ganz man ehrlich. muss halt einfach mal sagen, wenn Khan too angry to die ist, dann ist der hier zu stoisch, um einfach, naja, auszurasten. Also der Typ ist Ja, wirklich krass. richtig. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann zu einer Schlacht kommt, in dieser Schlacht halt der Sanguinior durchaus ein Part ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es richtig, richtig finster aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Mephiston sein Leben für irgendwas lassen muss in dem Moment. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Moment, was weiß ich, entweder Sa der Sanguinior sich dann verwandelt und zusammenschließt oder dass er auch stirbt und dann zum Beispiel Sanguinius zurückkehrt. In was für, Fusion. ja, so irgendwie so, oder beide müssen halt erstmal draufgehen und dann, die Frage ist halt, in welcher Situation, wo das passieren könnte. Also, das kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen. Also bei denen, wie gesagt, wenn die Fallen halt diesen Nachtmund-Gauntlet angreifen würden, dann wäre es eine Sache, wo ich sage, okay, das ist das wahrscheinlichste Setting, wo irgendwie die Dark Angels sich nochmal als letzte Wand halt vors Imperium stellen und dann kommt der Löwe wirklich zurück, wenn das die Scheiße am Dampfen. Bei Sanguinius ist das für mich alles völlig offen. Das könnte auch mitten im, durch irgendeine Warp-Schwurbelei sein, sage ich mal, dass die mitten im Imperium die Helos auf einmal festsitzen, weil also die sitzen ja da. Und dass Baal nochmal angegriffen wird, weil ich glaube, wenn es irgendwo passieren muss, dann muss es auf Baal passieren. Weil ein anderer Ort bietet sich in meinen Augen einfach nicht an. Ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, die personifizierte Hoffnung des Imperiums, der personifizierte Glaube, die ordnende Macht, die, sag ich mal, vergebende und beschützende Macht, der Engel ist der Primarch, der als nächstes durchaus zurückkehren könnte. Klar, mein Herz schlägt immer für den Löwen, aber ich muss wirklich zugeben, dass nach meiner Recherche ich sage, der Impact, den ein Sanguinius im Setting hat, ist einfach so unglaublich krass, dass selbst ich sage, ich stehe mal ein bisschen hinter der, also die beste, ich nehme die beste und die besten Primarchen und die beste Legion ein bisschen zurück und wäre bereit für Sanguinius. An das halt, da hängt aber auch sein Opfer in der Heresy halt einfach dran. Weil gerade das rundet das so ein bisschen ab, würde ich mal sagen. Noch abschließende Gedanken von dir zur Theorie. Abschließende Gedanken eigentlich nicht. Ich habe dir bereits alles gesagt, was ich dazu gedacht habe und mir hier aufgeschrieben habe. Ja, es war mir wieder ein innerer Reichsparteitag, dir zuzuhören. Das kannst du jetzt interpretieren, wie du möchtest. So ein innerer imperialer Senat. Richtig. Ja. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast. Dann würde ich jetzt sagen, in dem Sinne, Freunde,
Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wir tun es auch. Das wird sehr, sehr interessant. Da werden wir nämlich mal unser kleines Abschlusssprichwort ein bisschen erklären. Und uns nun endlich es ist soweit. Wir nähern uns der 20. Folge. Das bedeutet, es wird Zeit für die 20. Legion, die 20. Primarchen. Es wird Zeit für Alpharius und Omegon. Und danach komme ich direkt mit einer neuen Theoriefolge, denn dafür müsst ihr diese Folge erstmal hören dann. Ich bin sehr gespannt, wie sie wird. Ich bin auch sehr gespannt, wann sie erscheint. Ob sie gleich im kommenden Sonntag jetzt kommt oder ob wir uns dann nochmal eine Woche mehr Zeit für nehmen. Das müssen wir nochmal besprechen. Ihr werdet es ja dann sehen. In jetzt 19 Folgen mit euch, nächstes Mal 20 Folgen mit euch. Das ist immer noch toll, es macht immer noch Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch heute Spaß bei der Theorie. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Leute, nicht die Hoffnung verlieren und Hydra Dominatus. Hydra Dominatus, auch von mir.